Bramsche 1979. Eine lebendige Kleinstadt als Eingangstor zur norddeutschen Tiefebene. Eine Stadt, deren Kern bis in die sagenumwobenen Zeiten Karls des Großen zurückreicht. Eine geschäftige Stadt mit 26.000 Einwohnern, deren Bedeutung auf Industrie und Handel beruht. Eine idyllische Stadt mit verträumten Winkeln, Wäldern und Gewässern. Die St. Martinskirche mit Marktplatz und Kirchhof und den vielen restaurierten Häusern ist die gute Stube der Stadt. Im Jahre 1079 erstmals urkundlich erwähnt, gab es hier das weltliche Go-Gericht und das geistliche Sendgericht. Damit war Bramsche schon früh Zentrum des Umlandes. Nach der kommunalen Neugliederung von 1972 soll das Zentrum für die 11 neuen Stadtteile noch attraktiver werden. Wechselseitige gute Beziehungen, wie hier auf dem Wochenmarkt, gibt es schon lange. Bramsches Geschichte ist so alt wie die nachweisbare Besiedlung Norddeutschlands durch Menschen. Davon legen Hünengräber beredtes Zeugnis ab, wie dieses im Stadtteil Üffeln, das um 2000 vor Christus entstand. Aus der Zeit um 1250 stammen die ältesten Teile des Gutes Alt-Barenau im Stadtteil Kalkriese. Das Geschlecht derer von Bahr spielte eine wichtige Rolle im Bistum Osnabrück und wurde sogar zeitweilig in den Stand von Reichsgrafen erhoben. Das prunkvolle Herrenhaus musste wegen des moorigen Untergrundes schon im vorigen Jahrhundert abgerissen werden. Die Geschichte des Klosters Malgarten im Stadtteil Epe geht auf einen fränkischen Meierhof zurück. Dieser wurde 1170 in ein Benediktinerkloster für unverheiratete Damen des niederen Adels umgewandelt. 1803 als Kloster aufgelöst, dient das Gebäude heute als Schullandheim. Die wichtigsten, wenn auch nicht unbedingt schönsten Zeugen der Vergangenheit findet man im Mühlenviertel. Bramsches Tuchmacher und Leinweber, seit 1572 in Zünften und Gilden organisiert, nutzten hier die Wasserkraft der Hase zum Walken. Tuche in Bramscher Rot wurden ein Exportschlager und Quelle von Wohlstand. Auch wenn die ersten Industrieansiedlungen befehdet wurden, entwickelte sich Bramsche noch im vorigen Jahrhundert zur Industriestadt. Heute weist die Stadt eine Reihe dem Ausland bekannter Firmen auf. Kein Wunder, dass selbst nach der Eingemeindung der stark ländlich strukturierten neuen Stadtteile noch 50% der Erwerbstätigen in Industrie und Handel beschäftigt sind. Trotz der Nähe der Großstadt Osnabrück gibt es mehr Ein- als Auspendler. Die Tapetenfabrik Rasch, 1897 gegründet, hat Bramsches Namen weltweit bekannt gemacht. Im jüngsten der vier Industriegebiete in Achmer gelang es, neue Firmen und Industriesparten anzusiedeln, wie etwa die deutsche Tochter des schwedischen Papierverarbeiters Duni.
oder einen großen Betrieb der Futtermittelbranche. Die guten Verkehrsverbindungen haben wesentlich zur Industrieansiedlung beigetragen. Zwei Industriegebiete liegen am Mittellandkanal, der auch für Euroschiffe befahrbar ist. Die E3 Hansa-Linie führt durchs Stadtgebiet. Genauso wie die Bahnlinien von Osnabrück nach Oldenburg oder Delmenhorst, die heute nicht mehr ganz dieselbe Bedeutung haben wie zur Zeit ihrer Fertigstellung kurz vor der Jahrhundertwende. Neben der Industrie ist der Handel besonders stark vertreten. Bramsche weist prozentual doppelt so viel Geschäfte pro Einwohner auf wie die nahe Großstadt Osnabrück. Kleinere und größere Geschäfte halten sich die erwünschte Waage. Nach der Altstadtsanierung und der Einrichtung von Fußgängerzonen dürfte die Attraktivität des Stadtzentrums weiter steigen. Zahlreiche Neubaugebiete sind in den letzten Jahrzehnten entstanden, um den Zuzug neuer Bürger verkraften zu können. Auch die Musterhaussiedlung der Bramscher Woche 1979, hier noch im Entstehen, wird bald bewohnt sein. Selbst europäischen Zuzug hat Bramsche zu verzeichnen, wie die NATO-Siedlung der Holländer beweist. Jeder zehnte Bramscher stammt aus den Niederlanden. Die Holländer haben einschließlich einer Realschule eigene Bildungseinrichtungen. Das Schulwesen hat in Bramsche Tradition seit 1550 und weist heute sämtliche weiterführenden Schulen am Ort mit rund 2500 Schülern auf. Die räumliche Anordnung von Hauptschule, Realschule und Gymnasium in einem gemeinsamen Schulzentrum in der Gartenstadt mit eigenem Busbahnhof gibt der Stadt einen Bildungsschwerpunkt. Eine Sonderstellung nimmt die Freie Waldorfschule im Stadtteil Evinghausen ein, die überwiegend von auswärtigen Schülern, besonders aus dem Osnabrücker Raum, besucht wird.
Das Krankenhaus, nach neuzeitlichen Erkenntnissen als Fachkrankenhaus ausgebaut, entstand nicht, wie sonst oft üblich, durch die Kirchengemeinden. Vielmehr wurde es 1872 vom Magistrat eingerichtet, dank zahlreicher Spenden aus der Bürgerschaft. Gleich neben dem Krankenhaus findet man die alte Feuerwache und die AOK. Auf der anderen Seite das Rathaus, das früher einmal das Krankenhaus beherbergte. In diesem Gebäude finden nicht nur die Sitzungen des Rates der Stadt Bramsche und seiner Ausschüsse statt, hier ist auch die Stadtverwaltung untergebracht. Bei über 150 Beschäftigten, die schon teilweise auf drei weitere Gebäude ausweichen mussten, sicherlich keine leichte Sache. Hauptträger der kulturellen Arbeit und der Erwachsenenbildung ist die selbstständige kommunale Volkshochschule, eine Besonderheit im Kreis Osnabrück. Auch deren Verwaltungsräume sind im Rathaus untergebracht. Besser dran ist da die Stadtbücherei, die nach dem Prinzip der Freihandbücherei arbeitet. Mit ihrem Bestand von 32.000 Büchern wird sie schon bald in ein größeres Gebäude umziehen, um den Ansturm an Lesern bewältigen zu können. Sport wird in Bramsche großgeschrieben. Kein Wunder bei über 7000 Mitgliedern in 15 Vereinen. Neben 12 Hallen, 13 Sport- und 12 Tennisplätzen ist vor allem das neue Hallenbad mit Sauna und Solarium und freigespannten Holzleimbindern als Zeltdach zu einem Anziehungspunkt für die ganze Stadt geworden. Im Sommer ist vor allem der Darnsee ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher auch aus der weiteren Umgebung. Mit einer Wasserfläche von 12 Hektar in einem Naturschutzgebiet gelegen, ist er der größte See des Osnabrücker Landes. Eine weitere Attraktion dürfte der geplante Hasesee hier im Modell zwischen Gartenstadt und Zentrum werden. Mit einer Länge von über 1000 Metern und einer Breite von rund 250 Metern wird er viele Möglichkeiten von Freizeitgestaltung und Naturerlebnis bieten. Seine Hauptaufgabe wird es jedoch sein, die jährlich wiederkehrenden Überschwemmungen der Hase mitten im Stadtgebiet unter Kontrolle zu bekommen. Trotz allem emsigen Lebens ist Bramsche eine Stadt im Grünen. Kein Wunder bei einer Fläche von 183 Quadratkilometern und damit der zweitgrößten Ausdehnung im Kreis Osnabrück. Wandermöglichkeiten findet man im Bereich des Genwaldes und des Naturparkes Wiehengebirge. Für Autowanderer steht die Bramgau-Route zur Verfügung.
Es ist besonders bezeichnend, dass sich im Stadtteil Schlepptrupp am Wiehengebirge die großen Wanderrouten Wittekindsweg, Friesenweg und Pickertweg schneiden. So merken auch die immer zahlreicheren auswärtigen Besucher bald, Bramsche ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Industriestadt im Grünen.